Ja, wir hatten schon eine Reihe von Begrifflichkeiten in den vorherigen Abschnitten und nun geht es nochmal darum, dass wir unsere fachdisziplinarische Sprache etwas unterteilen wollen, indem wir ein einfaches Modell, ein einfaches Schichtenmodell verwenden. Genau, das klassische Modell in Netzwerken ist das ISO-OSI-Referenzmodell. Sie erinnern sich vielleicht an unser letztes Video, da ging es um die sogenannte Salami-Taktik. Wir haben das hier mal in der vegetarischen Form dargestellt. Es geht also darum, dass man eine komplexe Kommunikation nach Möglichkeit in Schichten unterteilt. Und im Bereich der Netzwerke macht man dies eben in Form des ISO-OSI-Referenzmodells. Soll heißen, die ISO hat das Open System Interconnection Modell irgendwann mal entwickelt, um eben diese Kommunikation aufzusplitten, aufzubrechen. Ja, und das Ganze hat tatsächlich schon Ende der 70er Jahre stattgefunden, als sich drei oder vier große Hersteller darum bemüht haben, ihre Systeme etwas offener zu gestalten. Und dann hat man gesagt, wir brauchen also für diese offenen Kommunikationssysteme brauchen wir Vereinbarungen, sogenannte Protokolle. Und das bedeutet, dass wir die komplexen Systeme weiter unterteilen in bestimmte Bereiche, wo wir dann wieder bestimmte Vereinbarungen treffen, nämlich bestimmte Protokolle. Und daraus ist dann letztlich ein Modell entstanden. Sie sehen das hier, das hat also insgesamt 7 Schichten. Und diese 7 Schichten sind in einer hierarchischen Struktur angeordnet, sodass also letztlich zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber ein Verhältnis da ist, dass die oberliegende Schicht Auftragnehmer ist und die darunterliegende Schicht Auftraggeber. Und ja, daraus sind eben 7 Schichten entstanden, die wir uns jetzt mal in einem einfachen Beispiel anschauen wollen. Es geht also darum, mal von einem Endgerät eine E-Mail zu übertragen zu einem E-Mail-Server. Also letztlich eine kurze Mail, die wir schreiben, die über ein Netzwerk übertragen wird, dann zu einem E-Mail-Server. Und wenn wir uns das angucken, das sieht hier relativ einfach aus. Ne, dann sieht das hier ganz einfach aus. Und was da alles für Schwierigkeiten entstehen können, kann man eben sehr schön in diesem Referenzmodell unterteilen. Genau, und genau da wollen wir jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also diese E-Mail-Übertragung schauen wir uns jetzt eben mal tatsächlich auf den einzelnen Schichten in unserem OSI-Modell an, wie das dort in die verschiedenen logischen Aufgaben zerteilt wird. Ja, und da geht es natürlich los bei der Anwendungsschicht, weil der Anwender selber will ja hier eine Nachricht versenden und deshalb starten wir also auch mit der Anwendungsschicht, das ist die 7. Schicht. Und wir schreiben beispielsweise einen kurzen Text, eine E-Mail, und diese E-Mail wird jetzt von der Anwendungsschicht sozusagen übernommen. Das machen wir ja typischerweise mit einem E-Mail-Client. Und dieser E-Mail-Client fügt dann schon gleich eine zusätzliche Information hinzu. Und das ist das, was wir jetzt im Referenzmodell an den verschiedenen Schichten immer wieder haben. Wir kriegen Zusatzinformationen. Hier ist es also ein Anwendungskopfteil, den wir dazu bekommen. Wir nennen ihn auch Application Header. Und dieser Anwendungskopfteil, der enthält halt zusätzliche Daten zu unseren, die dann Informationen enthalten, um welches Protokoll es sich beispielsweise handelt. Hier ist es das Simple Mail Transfer Protokoll, was in dieser obersten Schicht ansetzt. Und in diesem Protokoll wird letztlich auch sozusagen die Schnittstelle zum Anwender festgelegt. Ja, wenn wir dann eine Schicht weitergehen, dann landen wir auf der sogenannten Darstellungsschicht. Und wie es der Name dort schon sagt, geht es eben darum, wie werden unsere Daten eigentlich dargestellt. Also wir haben nach wie vor unsere E-Mail mit dem Application Header. Und wir sehen jetzt in diesem Schaubild schon, da kommt noch ein weiterer Header davor, nämlich der Header der Darstellungsschicht. Und auch dieser Header enthält verschiedene Informationen, die natürlich relevant sind, um die Daten A zu übertragen und B dann auch beim Empfänger wieder vernünftig darzustellen. Also wie wird die Information dargestellt, wie ist sie kodiert, zum Beispiel im ASCII-Code oder befindet sich beispielsweise ein JPEG-Bild im Anhang dieser E-Mail und wie ist das Ganze komprimiert oder eventuell auch verschlüsselt. Verschlüsselt. Ja, und danach geht es letztlich weiter mit einem weiteren Layer, nämlich mit der Sitzungsschicht. Und die Sitzungsschicht, die ist dafür zuständig, dass einfach der Verbindungsaufbau, das Aufrechterhalten der Verbindung und der Verbindungsabbau geregelt wird. Also letztlich, wie eine Netzwerkverbindung aufgebaut wird. Und auch dafür brauchen wir zusätzliche Informationen für diese Art der Kommunikationssteuerung, unter welchen Umständen wird die Verbindung abgebrochen, wie wird sie aufrechterhalten, das wird alles geregelt in der sogenannten Sitzungsschicht.
Und diese Sitzungsschicht ist also zum Beispiel Bestandteil auch des Simple Mail Transfer Protokolls. Und diese Sitzungsschicht schließt letztlich einen Teil der anwendungsorientierten Schichten in dem Modell ab. Das heißt also, die Schichten 7 bis 5 werden als sogenannte anwendungsorientierte Schichten bezeichnet, weil jetzt geht es letztlich darum, wie werden diese Informationen, das heißt also unsere ursprünglichen Daten plus diese drei Header, wie werden die letztlich transportiert? Genau, und eingeleitet werden diese sogenannten transportorientierten Schichten dann eben auch von der Transportschicht, die eben letzten Endes direkt unter der Darstellungsschicht beginnt. Und wir sehen auch in unserem Schaubild wieder, wir haben einen weiteren Header, weitere Informationen, die hinzugefügt werden. Und in diesem Fall geht es eben um den Aufbau eines logischen Verbindungskanals zwischen unseren beiden Kommunikationspartnern. Auch dafür brauchen wir Protokolle. Klassischerweise ist das auf der vierten Schicht, auf der Transportschicht, TCP und UDP. Und wir bilden auf dieser Schicht sogenannte Ports, über die sich verschiedene Anwendungen eben dann ansprechen lassen auf dem Zielsystem. Ja, dann geht es von der Transportschicht weiter in die Vermittlungsschicht, weil die Daten dann ja von einem System ins nächste vermittelt werden sollen. Und da spielt natürlich das Thema Adressierung eine große Rolle, das Thema Vermittlung. Und typische Beispiele für solche Vereinbarungen sind die Protokolle, Internetprotokolle oder das ICMP-Protokoll, X25 bis hin zu Routing-Protokollen, die dort verwendet werden. Und es ist ganz wichtig, dass natürlich in dieser Schicht auch eindeutige Adressen, also Sender- und Empfängeradressen festgelegt werden. Das sind die sogenannten IP-Adressen. Und gucken wir noch eine weitere Schicht tiefer, landen wir auf der Sicherungsschicht. Da geht es letzten Endes erstmals darum, dass wir nicht nur vorne einen Header an unsere bisher zusammengesetzten Daten anhängen, sondern wir haben auch einen sogenannten Trailer. Also wir setzen auch hinten noch etwas dran. Und diese beiden Bestandteile, der Header und der Trailer, bilden dann daraus einen sogenannten Frame oder auf Deutsch eben einen Rahmen. Zusätzlich wird dann auf der Sicherungsschicht, auf der zweiten Schicht im OSI-Modell, noch der Zugriff auf das Medium geregelt. Es gibt dort auch noch verschiedene Protokolle, Ethernet beispielsweise, PPP, FDDI. Wir werden verschiedene Protokolle davon noch im Laufe dieser Veranstaltung auch kennenlernen. Und es gibt auch dort eine Form der Adressierung, das ist die sogenannte Hardware-Adressierung, also es geht um MAC-Adressen. So, bis hierher ist alles letztlich, wenn Sie so wollen, Logik und hat alles mit mehr oder weniger Software zu tun, auch wenn das, was in der Sicherungsschicht passiert, schon in Hardware implementiert ist. Es sind alles irgendwo noch logische Daten und logische Kommunikationsschichten. Die letzte, nämlich die siebte Schicht, ist dann die eigentlich physikalische Schicht, nämlich die Bit-Übertragungsschicht, wo aus diesem Paket, aus diesem Rahmen, den wir jetzt hier gebildet haben, mit den verschiedenen Zusatzinformationen dann letztlich ein physikalisches Signal entsteht. Denn nur das physikalische Signal als solches können wir über ein Medium übertragen. Die Daten sind ja erstmal irgendwelche abstrakten Darstellungen, in welcher Form auch immer, ob als JPEG oder als Text. Also es wird in der letzten Schicht eine sogenannte Signalkodierung vorgenommen und diese Signalkodierung führt dann dazu, dass wir das Ganze über ein Medium übertragen können. Auf dieser untersten Schicht arbeiten dann auch bestimmte Verbindungselemente, nicht Vermittlungselemente, sondern Verbindungselemente, also zum Beispiel ein Hub, ein Repeater, ein Verstärker, ein Modem. Wir definieren aber auch andere Dinge auf dieser Schicht, die letztlich die Physik abbilden, also zum Beispiel auch die Medien. Ja, nun geht also unsere E-Mail in Form eines physikalischen Signals auf Reisen und kommt dann bei dem ersten Kopplungselement an, was wir hier sehen, ein Router. Was der damit macht, wissen wir an dieser Stelle erstmal noch nicht, aber auch das werden wir sicherlich noch kennenlernen. Und da geht es dann demnächst weiter.